Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dungeons. Wieder mit dabei, Sanyo. Ei, ei. Und das wird sich auch nicht ändern. Ei. Vielleicht irgendwann neuer Gast, aber ich glaube, das wird eher nicht passieren, aber ja. Ja, weiß man so, nicht. So, ich sollte mir vielleicht nebenbei meine Aufnahmezeit anmachen, weil sonst weiß ich nicht. Ja. So. Wir machen wieder saisonale Prüfungen und tägliche Prüfungen, weil wir das gerade wieder haben und starten können. So. Ich würde für die letzte Stufe im Creeperwald abstimmen. Das ist nur 39 mit Kraft von 32. Das passt. Das passt schon. Oh, passt schon. Wir werden ja nur drauf gehen. Genau. Ist doch kein Problem. Na, ich bin ja mal gespannt. Heißt, wir können wieder einen Bogen abstauben. Ja, mal sehen. Naja, schlimmer als im Kaktus. In der Kaktusschlucht kann es ja nicht werden, wo wir draufgegangen sind so oft, ne? Das wird wahrscheinlich alles noch sehr lustig werden hier. Ja, und zu der letzten Folge nochmal zu sagen, ja, meine PlayStation hat mal wieder nicht aufgenommen. Ach du Scheiße, die ganzen verzauberten Mobs, die ich da schon gesehen habe. also, das fängt ja schon mal gut an. Ja, ich geht aber noch Schaden. Bis jetzt. Bin mal runtergegangen hier. Komm mit gleich. Ja, ich verklopp hier. Alter, halten die viel aus. Ja, ich bin auch schon fast tot. Geil. Ich bin tot. Was? Willst du mich verarschen? Warum denn? Alter, wie viel Schaden die machen, das ist krank. Was ist denn da explodiert? Weiß ich nicht. Alter, was zur Finne? Was zur Hölle? Was geht denn jetzt ab? Heilende Betäubung. Fand ich auch. Ich glaube, ich spinne. Was hier für eine Armee kommt. Na stimmt, du hast ja deinen Bogen reingepackt, ne? Ja. Boah, ich krieg auch hier gerade die ganze Zeit bessere Schwerter und sowas. Weil das ist ja klar. Also auf so einen hohen Schwierigkeitsgrad spielen. Ah komm, wir schaffen das schon. Ach klar. Schon an der Anfang den ersten Tod, aber scheiße. Ja, irgendwas ist da explodiert, ich weiß nicht mal was. Ich weiß es nicht. Ein Creeper glaub, war da nicht gewesen. Das war irgendwas anderes. Wahrscheinlich eine Verzauberung. Ja. So, hier hinten ist schon mal nix. Gehe ja schon mal auf die Suche, vielleicht finde ich hier noch irgendwas, aber. Hier sind Smaragde. Oh, oh. Au. So. Ich benutze gerade meine Bienen nicht so stark. Ja, aber die Bienen sind schon echt geil. Ja, für die Menge auf jeden Fall, ja. Ich benutze sie für wenige Gegner. Ich hab die falsche Taste gedrückt, ja moin. Geh schon mal hier hinten lang. Hier hinten sind Smaragde und Truhe. Okay, ich komme. Oh ja.
Weg mit dir, du Kackviech. Ruhe. Waren nur Smaragd und Pfeile drin. Mehr nicht. Mhm. Also nichts Besonderes. Ach, hier ist ein Dungeon. Ich komme. Bum. Sonst ist hier oben nichts mehr? Nee. Alle Fernkampf-Kreaturen wurden durch Streuner ersetzt. Alle Kreaturen, die Verzauberung stellt an. Och, du Scheiße. Ja, also lustig. Wahrscheinlich. Hurra! Ah, hier brauchen wir dringend mal ein besseres Oberteil. Was denn jetzt? Was ist das denn? Sanjo, guck dir mal meine Axt an, Alter. Ja, oh, warte mal. Kann grad nicht. Ja, oh, schön, mit Feuer oder was? Ja, die verbrennt instant. Die ist stärker als mein aktuelles Schwert. Geil. Also beziehungsweise höhere Kraft, aber macht ein bisschen weniger Schaden. Ich glaube, das wird dann meine... wird mein Ersatz dann sein. Dieser Schrei gerade. Ach, Digga! Hinten ist nichts mehr. Ich bin hier gerade die ganze Zeit noch was machen, ne? Und dann... Ich pack Schärfe drauf. Alles niederwälzen! Hier ist Ruhe. Ich hab grad erst was gezaubert. Ja, alles gut. Eine Wolfsrüstung. Ja, aber geile Axt, Alter. Das ist schön, das freut mich. Da hinten war nichts? Nee, der anderen Seite war nichts. Alles klar. Ja. Ja, da geht's im Geschäft. Irgendwie hat mir so mein Gefühl gesagt, es geht nicht weiter bis Level 50, weil keine Ahnung warum, aber das stimmt halt gar nicht. Ne? Es geht schon höher als Level 50. Ich habe schon mal auf einem Video gesehen, dass jemand Level 88 ist. Geil. Da haben wir also noch ein bisschen was vor uns. Ja, wir haben alleine wegen den Schwierigkeitsgraden noch ein bisschen was vor uns. Abenteuermodus kommt ja dann noch. Und das Ende aller Welten. Irgend sowas, ja. Das Ende aller Tage. Ach du Scheiße, ein verzauberter Creeper. Jetzt kommt das auch noch dazu. Au. Oh, hier, Hilfe. Oh. Hilfe. Du wurdest von einem Creeper in die Luft gejagt. Yep. Ja, moin. Creeper solltest du dich am besten nicht nähern. Ja, traumhaft. Guck mal, da liege ich rum. Danke. Bitte. Wir müssen eh unten lang. Ja, komm erstmal hier. Okay. Heilung. Achso, Heilung. Ja. Ja, okay. Okay, hier ist nichts. Oh Gott. Ups. Ich hab's in Heilung gesetzt. Hier hinten ist das Smaragd ja noch. Aber ansonsten ist hier nicht viel. Ja, egal. Was haben wir denn überhaupt hier? Ja, geöffnete Geheimnisse haben wir 3 von 3 und geöffnete Truhen 3 von 5. Nummer 2. Ich denke, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. In Dungeon bekommen wir jetzt noch ein paar. Aua. Au. Fallschaden hat mir hier echt übel hohen. LOL. Nein. Oh, verbleiben die 7 Leben 1 noch. Oh. Geschafft.
Wie gemein sind die denn? Ich hasse sie. Und? Oh, Alter. Smaragde ohne Ende. Tja, dann sind wir hier schon wieder durch. Ja, einmal gestorben wegen zu viele Creeper. Ja, das war richtig nice. Nice. Ich will jetzt noch nicht das erste Mal Game Over gehen. Das wäre blöd. Das wäre echt blöd. Mal gucken, wie viele Folgen wir eigentlich insgesamt schon kriegen. Heute? Aber schon. Oder ja, ich meine insgesamt vom Projekt. Ja. Aber das wird noch ein bisschen dauern, keine Sorge. Ne? Ja. Level auf Schnee! Trophäe erhalten. Eben Treuerling. Hä? Keine Ahnung. Naja, aber wir haben jetzt gerade eine Trophäe erhalten, dass wir Level 25 geworden sind. Es gibt noch eine Trophäe ab Level 50. Lol, als ob das Schaf einfach einen Schlag ausgehalten hat. Die Kuh gerade verzaubert? Ja, ich glaube ja. Lol. Jod. Manche Viecher sind einfach verzaubert. Jod, sind noch mal Smaragde gewesen, glaube ich. Nee, Dynamit war das bloß, okay. Ja, scheiße. Ich hab da ein paar abgeschossen schon, ne? Wo ich nicht gesehen habe. Kloppe alles weg. Komme! Ja. Das macht aber so einen guten Schaden schon. So, hier hinten ist nichts mehr. Ich beschwere ja auch ab und zu Bienen durch mein Schwert, ne? Ach so, echt? Ja, da hinten ist eine Truhe übrigens. Jo. Aber nur uns mal ranken, okay. Naja, Ausrüstung, muss ich dann mal später gucken. Ups. Ups. Au. Auch wieder keine Truhe oder so. Einfach 50% der Viecher einfach verzaubert sind. Gut, dass die Schwerter auf jeden Fall gut stark sind. Hinten ist da eine Truhe. Danke. Es war nur aus Markte drin, aber ja, hey.
Axt und TNT. Schwein! Warte. Ich hätte nicht so nice einen Bogen. Aber ja. Ja, jetzt kommt die ja auch noch dazu. Mein Laser auch mal aufleveln. Oder so. Wie sieht es bei dir aus, Sanjo? Ich bin gerade hier hinten und gucken, was hier noch so ist. Aber hier ist alles schicki. Dann ist ja gut. Ich glaube, wir haben auch alle Truhen. Ja, 6 von 6, 3 von 3. Aua. Oh! Sanjo! Ja. Ich konnte mich nicht mehr heilen so schnell. Letzte Chance. Ja, wir haben es ja gleich geschafft. Ja. Ja. Da liegen noch Pfeile für mich. Oh, hier sind noch Smaragde. Ach du Scheiße! Was ist denn hier auf einmal los? War ich krank? Piu piu. Genau. So, aber wir müssen jetzt gleich durch sein. Guck mal noch hier hinten. Ah, nix. Und weg mit euch. Gerade nicht wenig. Ich muss unbedingt meinen Totem aufleveln, weil ich krieg immer nur plus 3 Leben. Zack.
Irgendwas bei dir da? Smaragde. Ja. Smaragde. Und hier kommt noch ein Viecher. Nice. Ach du Scheiße. Wie viele hier waren. Aber wir haben es geschafft. Jo. Creeper, Creeper, Creeper. Verzauberter Creeper. Oh. Wir haben es geschafft. Jo, geil. Ja. Siegreich. Wurden dank deiner Hilfe aus den Klauen der Illager befreit. Ja! Geil! Reise nach Lager. Mal gucken, wie stark der Bogen wird, den wir bekommen. Mhm. Weil es müsste ja der Bogen sein, den wir als Belohnung bekommen. Ja, mal gucken, ne? Öffnet 100% geschossene Treffer. Wir sind insgesamt 7-mal draufgegangen. 7-mal. Ja. So, und der Bogen ist... 42er. Ich hab einen 40er. Wow. Geil. Ja. Was ist denn das für ein Böckchen? Das müssen wir gleich mal gucken, ja. Das lässt sich doch gerne sehen. Legendärer. Mit Seelen aber sogar. Der sammelt sogar Seelen, glaube ich. Ja, Seelen sammeln auch plus 1. Aber dann mache ich die Harfe jetzt hier aber kaputt, glaube ich. Aber leider hat er keine 2 Verzauberungen. Mann. Meiner ja. Als ob? Ja doch, wenn ich dir das sage. Was ist das denn für ein Lack? Mann. Das ist gemein. Ja, das kaputt machen hier brauche ich gar nicht. Ah, 37er, ich glaube, ich werde mir das statt dem Strahl nehmen. Was haben wir hier? Ja, immer Rüstungen, schlechte Rüstung und keine legendäre anständige Rüstung hier. Totem der 36. Die mystische Kraft des Totems beschützt alle in seinem Kreis voll geschossen. Oh, das hört sich interessant an. Pass auf, dann nehmen wir lieber mal die hier. So, dann gehe ich mal zum Luxushändler. Der hat auch noch Scheiße. Was ist das eigentlich für ein Bogen, den du hattest? Diesen. Wie heißt der? Diesen Dingsbogen. Der jetzt drin liegt. Das ja. Ist. Oh, kann ich jetzt leider nicht nachgucken. Ich sehe den Namen nicht davon. Weil der gerade drin liegt im beim Schmied. Ja, egal. So, jetzt muss ich mal kurz noch mal schnell. Ich kaufe mir ab und zu auch random Gegenstände. Mal gucken, was ich rausbekomme. Gerät langsame Pfeile, die Kreaturen Wände fliegen. Was mache ich denn? Ich will ein Gadget jetzt mal ändern. Ich sortiere jetzt mal meine Gadgets ein bisschen aus. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das kann weg, das kann weg. Ja, das ist okay. So. Ja, ich habe mal ein bisschen was gemacht. Ich wiederverwende noch ein bisschen Ausrüstung. Aber das mache ich erstmal später. Von hier soll jetzt erstmal so. Ne?
von ja. Uns aus soll es erstmal vor der vierten Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und damit sage ich ciao. Leute. Tschüss.